Tja, und das war's leider schon mit diesem Raum hier. Hier waren noch Rastvorräte drin, oder? Ja. Ich muss sagen, bis jetzt kommen wir durch diesen Dungeon einiges besser als durch den letzten. Vermutlich, weil ich eine bessere Party, also eine optimiertere Party dabei habe. Nichts gegen Lyra, aber Lyra kann nichts. Sonnenlanze, ja. On lookout. Ja gut, werdet sichtbar. Dann wird gebufft. Und da sind vier von der Sorte. Okay, Beric, du ziehst mal wieder alles auf dich. Ich booste den Schaden. Du heilst sie. Heil sie schnell. Okay. Dasselbe machst du auch mal. Kurz. Blutstachel gegen das Vieh. Wow, das war knapp, aber wir haben es doch geschafft. Noch mehr Heilung. So. Wie viele Wunden hast du? Immer noch nur eine zum Glück. Ah, ein Ornament. Das bitte abpausen. Immer noch unvollständig. Aber es scheint hier wahrscheinlich, dass die Rune symmetrisch ist. Fast notwendig könntest du ihre ursprüngliche Form wohl einigermaßen zuverlässig erraten. Mhm. Gut. Das ist ein schneller Kampf, wenn nur die zwei rauskommen. Und ich kann damit schon mal das hier aufmachen. Nächster. Macht nichts. Macht auch nichts. Da fehlt mir hier wohl der richtige Schlüsselstein noch dazu. You see what I see? Hi, Superfalle. Na, ich hab gesehen, was du gesehen hast, Beric. Wie viele von diesen Fackelschlüssel-Sigill-Petzen habe ich jetzt mittlerweile? Sind wahrscheinlich... Wo sind denn die alle? Legst du diesen Pergamentfetzen an die ersten zwei, die du gefunden hast, siehst du in der Mitte eine grobe Zeichnung des Rosigils, in der linken oberen Ecke eine grobe Zeichnung des Zitrinsigils und in der rechten oberen Ecke eine grobe Zeichnung des Amitsigils. Ah ja.
Jetzt läuft das Sellenschein mit Kohlezeichnung Turm des Ozeans. Das hier ist unvollständig, aber man sieht es einigermaßen. Naja, gut. I will stay out of sight. Oh je, bitte. Platzt was so auf, wenn ich in die Nähe... Ja. Run from Beast Woman. Fast, fast, fast. Stehe ich im Explosionsradius? Nein. Platzt du auch auf? Ja, und ihr seid nur Hau. Strong strike. Good. Still aches. Ich helfe mal ein bisschen nach. Felt nothing. Smashed to pieces. Dahinter scheinen Gegner zu sein, so wie mein Char gerade eben schon frohmunter hingerannt ist. Oh, das war sogar richtig. I'd have it no other way. Nein. I am a shield wall unto myself. Bleed it back to me. Felt nothing. Don't anger the Archon of Song. Felt nothing. Parieren plus eins hat sich sogar gelohnt. Oh, eine Heimtücke. Das ist weniger schön. Will do. Will do. Fear nothing, Scurry. Run from Beast Woman. Fast, fast, fast. Die Heimtücke ist aber schon fast tot. Right. So, jetzt noch das weg. On it. Zwei Heimtücken. Autsch. Ah, ich muss so zielen. If you think it will help. Felt nothing. Anything for after using shadow. A well-placed hit. Felt nothing. Außergewöhnliche Verteidigungs-Sirene. Naja, die kann halt nicht so viel. Ausweichen, parieren. Ja, sing du mal für uns. Stärke unsere Nahkämpfer. Und heil mal unsere Nahkämpfer. Felt nothing. Gut. Jetzt können wir die richtige Kombination reinmachen. Die kenne ich nämlich. Die ist nämlich so. So, und nicht anders. Ich würde ja eigentlich lachen, wenn... Follow quietly. Paw, soft, soft, soft. Einmal von Lithians Kreuzung. Auf dieser Schriftrolle ist ein Teil eines unbekannten Sigils festgehalten. Die Kohlezeichnung ist grob und unvollständig. Das vollständige Siegel bleibt daher vorerst ein Rätsel. Dieses Rezept beschreibt, wie man einen magischen Akzent herstellen kann. Für die Herstellung benötigst du Bibliothek. Okay. Hm.
Ja, den da kann ich noch nicht triggern, weil da fehlt mir noch ein Sigil dazu. Und hier komme ich... Achso, hier war ich schon. Ja, da waren nur Rastvorräte drin und da ist eine Rune. Ja, ich muss eh mal mit... Später mit Laundry alle Altmauern abklappern. Weil ich auch alle Schlüsselsteine habe. No one will see me. Das ist dann aber auch die leichteste Angelegenheit, denke ich mal. Ich höre ihn schon, den verdammten Havoc. Retomon will den verdammten Havoc loslassen. Hi. Retomon steht vor einer flackernden Kugel aus blendender Energie. Sein Kopf scheint sich zu biegen und zu falten, als Licht und Schatten über sein Gesicht tanzen. Seine Miene zeigt pure Ekstase, die jedoch sofort wieder verschwindet, als die Brücke sich zurückzieht. Wer stört mich? Er wendet sich um sein Gesicht nun voller Zorn. Nein, seine Stimme enthält zugleich einen Teil Autorität und Gereiztheit. Du darfst nicht hier sein, das ist mein großer Augenblick, du wirst ihn nicht zerstören. Wie bist du überhaupt so weit gekommen? Du kennst die Geheimnisse der Altmauern nicht. Da irrst du dich. Einer seiner Männer überreicht ihm einen kleinen grünen Gegenstand. Er steckt ihn in seine Tasche. Du bist unfassbar hartnäckig, aber das muss ich dir lassen. Aber damit ist jetzt Schluss. Du gehörst nicht hierher. Er stampft mit dem Fuß, das trockene Geräusch halt durch den gewaltigen Raum wieder. Du gehörst nicht hierher. Seine Männer treten unbewusst einen Schritt zurück, um seinen plötzlichen Zorn zu entkommen. Sein Form verfliegt so schnell, wie er gekommen ist, und er lächelt. Aber das Lächeln erreicht seine Augen nicht. Aber ich könnte genauso gut die nahende Dunkelheit lautstark verfluchen. Es würde ebenso wenig nützen, wie dich zu tadeln. Du wirst dich nie aus den Angelegenheiten der Bruderschaft heraushalten. Dich nie aus Dingen heraushalten, die dich nichts angehen. Dennoch applaudiere ich dir. Ich hätte nie erwartet, dass du es so weit bringst. Wer konnte ahnen, als du mich aus meinem Haus geworfen, mir meine Welt genommen und mich zu einem Leben in der Wildnis und in diesem Raum verdammt hast, dass du hier sein wirst, um meinen Triumph mitzuerleben? Ich wollte doch nur Lydians Kreuzung behalten, es beschützen, es bewahren. Ich will einfach nur in Frieden gelassen werden. Aber da du jetzt ganz offenbar nicht vorhast, mir meinen Frieden zu schenken, kannst du auch zum Hauptgericht bleiben. Und glaube mir, sie können es kaum erwarten, ihre Zähne in dich zu hauen. Möchtest du noch etwas sagen, bevor du zerfetzt wirst? Warum hast du den Geisterbahnhelm gestohlen und Sidena entführt? Sie haben es mir aufgetragen. Retomon deutet auf die leuchtende Kugel und all die Steingebilde in den Mauern. Wenn sie anfangen zu töten, machen sie keine Unterschiede. Fleisch ist Fleisch, weißt du? Er tippt an den Helm. Dieser Helm gehört mir also meine Sicherheit. Mit dem Helm kann ich sie zurücktreiben. Der Ruhm und die Ehre dafür werden mir gehören. Lithians Kreuzung wird allein mir gehören. Er lacht. Das Geräusch hallt in der großen Kammer auf unheimliche Weise wieder. Warum Sidena? Zum Wiederaufbau brauchen wir eine Schmiedemeisterin. Und wer kann diese Rolle besser ausführen als die Meisterin aller Essen? Da oben ist sie ja. Du bist absolut wahnsinnig, wenn du glaubst, ich würde je für dich arbeiten. Noch besser, komm doch hier herüber und wir besprechen unsere Pläne für den Wiederaufbau. Redemon verzieht das Gesicht und berührt vorsichtig das violette Mal unter seinem Auge. Was befindet sich in diesem Gefängnis? Ein Havoc. Redemon flüstert das Wort mit neuer Ekstase. Ein magisches Leuchten strahlt in seinen Augen, dessen Intensität anschwillt und abebbt und sein Gesicht in ein unheimliches Licht taucht. Soll Kürs seine Truppen senden? Sie werden nicht gewinnen. Ich werde dich als Kreuzung dem Erdboden gleich machen, bevor ich es ihm überlasse. Bevor ich zulasse, dass du mich aufhältst. Er blickt dich mit einem gefährlichen, manischen Leuchten in den Augen an. Das ist meine Stadt.